Hallihallo und herzlich willkommen zu Knights of Honor. Ich habe sie angekündigt, aufgrund der Tatsache, dass Black Sea Games an einem Knights of Honor 2 arbeitet, habe ich mir gedacht, spiele ich doch aus alten nostalgischen Gründen einfach mal Knights of Honor mit dem HD-Mod, dem Ultimates-Mod. Keine Ahnung, ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung, falls ihr selber mal spielen möchtet. Das Spiel an sich gibt es auf Steam für 10 Euro. Mod installieren sollte nicht das große Problem sein, dann habt ihr nämlich das Ganze in HD und noch ein paar andere Änderungen. Was genau, müsst ihr euch selber durchlesen, weil ich es selber nicht durchgelesen habe. Es gibt unter anderem Changes in Economy, Militär und so weiter und so fort. Ja, ich werde jetzt gar nicht groß drum rumregen. Ich werde einfach mal direkt reingehen. Wir spielen, ich habe mir überlegt, spiele ich Frühes oder Hohes. Dass ich mit Deutschland spiele, war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Ich wusste nur nicht genau, ob ich jetzt, welches von den drei nicht nehmen soll. Ich habe mich dann, glaube ich, für nehmen das Späte. Ja, das ist natürlich das Interessanteste, beim Früheren und im Hohen ist Deutschland halt sehr groß und eben auch sehr mächtig. Besonders im Späten ist Deutschland eigentlich bereits eine Weltmacht, vor allem da die vielen kleinen Nationen hier Vasallenstaaten sind, das heißt meistens gar keine richtige Gefahr darstellen. Und im späten Jahrhundert hat Deutschland eine äußerst schwierige Situation eigentlich, da Frankreich und England sehr große Gefahr im Osten darstellen, im Westen darstellen. Im Osten hat man natürlich Böhmen, mit denen wir, glaube ich, im Krieg sind. Dann Österreich, Brandenburg, Mecklenburg, so viele kleine Staaten. Und was ich nämlich immer ganz lustig finde in Knights of Honor ist, wenn du mal gefickt wirst, wenn du mal im Krieg bist, dann richtig. Dann kommt wirklich alles direkt auf dich zu. Hammer, hammer, bum, bum, bum. Wir spielen auch schwer. Und ja, grundsätzlich nochmal die Info, das Spiel ist natürlich historisch jetzt nicht so akkurat, ich habe das immer eher so als spaßiges Spiel gesehen, denn jeder, der natürlich ein bisschen mit Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß natürlich, dass Deutschland so nie existierte zu dem Zeitpunkt, dass viel, viel später Deutschland auch als solches wirklich bezeichnet wurde. Das hat über 500 Jahre später erst. Das ist natürlich jetzt so hier alles nicht korrekt. Genauso wie Frankreich war eigentlich auch nie wirklich zu dem Zeitpunkt eine richtige Nation. Auch England war eigentlich auch nie wirklich so eine richtige Nation. Ich meine, klar, irgendwo waren es dann doch vereinte Völker oder vereinte Ländereien, die sich dann unter einem Banner mal vereint haben, aber ansonsten war es natürlich früher alles viel offener. Das war eher so wie auf der Insel, wo da jedes Haus sein eigenes kleines Fleckchen hatte und sich dann gegenseitig bekämpft hat. Genug Geschichte, die eh wieder zur Hälfte falsch ist. Deutschland, ja, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Nach dem Tod des Frankenkönigs Ludwig des Frommen wurde das Fränkische Reich im Rahmen des Vertrags von Verdun in drei Teile gespalten. Einen westlichen Teil, der später die Grundlage für das heutige Frankreich bildete. Einen östlichen Teil, aus dem das Heilige Römische Reich deutsche Nation wurde. Und eine Zentralregion, die Lotharii Regnum aus der Norditalien, die Niederlande von und Burgund hervorging. Im Jahr 911 wurde zunächst Konrad von Frankenkönig, später dann Heinrich der Vogler und der Gründer der Sachsen-Dynastie, dessen Sohn Otto der Erste erwarb im Jahr 962 den Titel Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation. Spielen. Und es ist nicht abgestürzt. Yay. So, erstmal Geschwindigkeit nach unten. Warte mal. Das finde ich gar nicht cool. Du kannst die Geschwindigkeit auch übelst nach oben tun. So, wir schauen uns erstmal die politische Übersicht an. Das hier ist Europa. Unsere aktuelle diplomatische Situation. Hallo, durfte ich mal ganz kurz? So, Deutschland. Unsere aktuelle diplomatische Situation. Ach, wir sind doch nicht im Krieg mit Böhmen. Ich dachte, wir sind im Krieg mit Böhmen. Keine Ahnung. So, wir sind im Krieg mit Savoyen. Oh, gut, das ist nicht die Gefahr, aber Savoyen hat ein Handelsabkommen mit der Lombardei. Und das Spiel ist bei sowas sehr, sehr pingelig. Das heißt, wenn wir jetzt Savoyen angreifen oder plündern, dann wird uns die Lombardei automatisch auch hassen. So, wir haben ein Handelsabkommen mit Brandenburg, das ist gut. Das Problem ist nur auf höheren... Konnte ich nochmal... Hallo? Könnte man nicht Angriffspakt, wollen sie aber. Gut. Erstmal ein bisschen Sicherheit schaffen. Österreich, hier die ganzen Länder hassen uns das gerade. Das ist blöd. Das Erste, was wir machen werden, ist, wir haben hier unsere Familienmitglieder. Die können wir umsonst einstellen. Machen wir die ganze mal zum Kaufmann. Mit Brandenburg, Gold. Damit sollten wir erstmal ins Plus kommen. Ansonsten muss mich auch erstmal wieder reinfinden. Ich bin ja nicht so wie andere, die dann erst stundenlang vorweg spielen. Irgendwo konnte ich auch sehen, wie hoch die Handelspotenzial ist 13.
Gut, Handelspotenzial mit Böhmen ist auch 13. Okay. Ach, Böhmen-Brandenburg natürlich. Mecklenburg 12. Mit Geldern. Eigentlich wäre Geldern ideal. Ich meine, wir spielen auch schwer. Da sollte das Ganze eigentlich nicht so einfach funktionieren. Aber okay. So, ihn entlassen wir erstmal und machen unseren König zum Marschall. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Den König zum Marschall. Weil der König stirbt. Das ist der Unterschied. Normale Einheiten, also das, was ich hier rekrutiere, Ritter, also hier Marschall, Spion, Kaufmann, Kleriker, Grundherrn und Baumeister, die sterben nie an natürlichen Ursachen. Die sterben nur im Kampf oder durch Spione. Familienmitglieder sterben allerdings, die werden nämlich älter. Unser König ist jetzt aktuell mittleren Alters, also 30 Jahre, 40 Jahre, ist wirtschaftlich ein totaler Idiot. Diplomatie ist sehr gut, deswegen haben wir jetzt auch gerade so problemlos die Handelsabkommen bekommen und den Nicht-Angriffspakt. Kampf und Spionage ist er auch relativ gut und religiös, ist er ein totaler Versager. So, er wird jetzt derzeit er, wir könnten dann auch einfach einen anderen benennen. Aber er ist besser. Er ist ein totaler Versager. Sobald er hier König wird, das heißt, wenn er stirbt und er wird König, dann fällt er raus. Das heißt, er wird zu einem normalen Marschall oder Angestellten, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir müssen ihn bezahlen. Aber solange die hier unsere Familienmitglieder sind, Prinzen, whatever, müssen wir für die nichts bezahlen. Ich weiß nicht, warum sich das später ändert. Wie gesagt, sobald er König wird, fällt er raus. Er ist dann sozusagen gar nichts mehr. Er ist dann nur noch Existenz. So, wir können unsere Machtposition erhöhen, Fragezeichen? Nein, können wir nicht. Umso höher unsere Machtposition, umso niedriger ist das Aufstandsrisiko. Das liegt aktuell bei 2%. Sollte nichts passieren, aber ab 10% wird es dann schon gerne mal kritisch. So, das ist ein neues Gebäude, by the way. Okay, wir sind im Krieg mit Savoyen. Das heißt, gut, das wollte ich jetzt nicht. Wollte ich eigentlich auf die Karte? Darf ich auf die Karte? Danke. So, gehen wir zurück. Und einmal ins Elsass, bitte. Marschall Elsass. Einmal hier rein. So, und dann rekrutieren wir hier. Ich glaube, was können wir denn? Wir können gar nichts rekrutieren. Wir müssen erstmal irgendwas bauen. Rüstkammer wären natürlich ideal. Ah, wir brauchen halt auch Gold. Okay, ich finde es lustig, dass die erstmal einen Haufen neue Gebäude hinzugefügt haben, aber nicht mehr Bauslots. Das gefällt mir nicht. Plus 1 Gold in der Stadt, das ist natürlich gut und schön, bringt mir das gerade nicht so viel. Plus 2 Nahrung. Eigentlich wäre es ideal, erstmal militärisch ein bisschen auf Sicherheit zu gehen. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal die Rüstkammer. Mehr können wir jetzt gerade auch nicht machen, das heißt, wir tun es jetzt einfach mal beschleunigen. Lassen das ein bisschen im Hintergrund laufen. Warte mal. Nee, das machen wir jetzt. Ich kann ja gerade militärisch noch gar nichts machen. England. Mann, auch nur ein Handelspotenzial von 13. Was ist denn los mit denen? Gibt es hier eigentlich irgendjemanden, der ein gutes Handelspotenzial hat? Die Mamelucken haben immer ein gutes gehabt, ne? Gut. Dann handeln wir mal mit den Mamelucken. So. Ich meine, später kann ich ihn dann immer noch zu einem was anderen machen. Okay. Also am Anfang des Spiels ist man eigentlich sehr, sehr auf Diplomatie angewiesen. Ja, erstmal ein bisschen die Grundlage schaffen. Novgorod, Litauen. Litauen, Polen, immer dieser alte Krieg. So, die Deutschritter, die haben auch alles 13, das ist irgendwie so Standard. Das erhöht sich später natürlich, umso höher die Regionen ausgebaut sind. Schottland hat ein 14er Handelspotenzial, das ist interessant. Ich meine, klar, mein eigenes Wirtschaftspotenzial ist jetzt gerade auch nicht allzu hoch, weil ich selber kaum was produziere. Das finde ich nicht so nett. Burgund, okay. Gut, das ist auch wieder da unten im Süden. Ich muss hier mal reinzoomen. Das Elsass, okay, wir haben hier einmal die Stadtwache. Stadtwache haben wir, das ist die stärkste Einheit, die wir eigentlich so generell haben können. Wir haben aber keine Nahrung. Und wir kriegen ja auch keine Nahrung. Das ist blöd. Das fällt mir jetzt erst auf, dummerweise. Weil ohne Nahrung kann ich nichts rekrutieren. Political view. Okay, das ist blöd. Blöd. Den Nicht-Angriffspakt. Wir sollen uns mit ihr vermählen. Das möchte ich allerdings nicht, weil die hassen mich. Und wenn ich die vermähle mit denen und dann stirbt mein Prinz, dann haben die Anspruch auf meine Ländereien und das werden die auch machen. Die werden die auch fordern. Wenn ich das ablehne, dann hasst mich ganz Europa. Und deswegen werde ich das natürlich nicht machen.
Kriegen wir nicht Angriffspakt mit denen? Nein, ich möchte die nicht mit euch vermählen. Geht mal alle sterben. Kann ich meine eigene Prinzessin umbringen lassen? Das wäre, glaube ich, die einzige Lösung, die mir jetzt gerade auch einfällt. So, wir haben 3500. Komm, genug gelabert. Bauen. Plus ein Nahrung in allen Dörfern. Plus ein Arbeiter. Das ist... Ah. Die haben mir zu viele neue Gebäude hinzugefügt. Nahrung und Zufriedenheit. Ist natürlich generell nicht schlecht. Werkzeugmacher. Habe ich immer so als Standardgebäude gebaut. Steuerntreiber ist an sich immer gut. Bayern ist natürlich sehr nahrungsmitteltechnisch. Okay. Haben wir die Stadtwache, ja. Okay, bauen wir erstmal den Kornspeicher hin. Nassau. Bauen wir den... Übungsplatz oder... Nassau ist eigentlich relativ safe gerade, ne? Das heißt, wir könnten eigentlich Nassau erstmal ein bisschen auf Gold gehen. Wie viele Dörfer haben wir hier in Nassau? Die Provinzgrenzen, die waren immer... Das hier war gleich eine Provinzgrenze. 1, 2. Wir haben hier 2 Dörfer. Das heißt, rein theoretisch würde hier tatsächlich ein Werkzeugmacher sogar Sinn machen. Wobei, nein, warte mal ganz kurz. Wo waren das? Plus ein Arbeiter in allen Dörfern? Habe ich doch hier gerade irgendwo gesehen. Hier, das hier war das, die Wassermühle. Weil ist schon ziemlich teuer, ne? 1500? In meiner aktuellen finanziellen Situation im Krieg. Da bauen wir erstmal lieber die Herberge. Die können wir nachher auch noch upgraden. Kornspeicher. Okay, Hessen. Bauen wir hier auch den Kornspeicher erstmal. Kann ich mir hier irgendwo die Sensibilität einstellen, by the way? Nein, kann ich nicht. Whatever. Ah, stopp, mir fällt gerade was auf. Ich sollte Autospeichern anmachen. Sonst stehe ich nachher... hier, Name. Deutschland. Es gibt ja auch gleich eine Autospeichernfunktion, aber ich bin mir gerade nicht allzu sicher. Wir sehen übrigens rechts hier unsere Bauleiste. So. Ansonsten kann ich jetzt hier einmal, jawohl, können unsere Machtposition erhöhen. Und eine höhere Machtposition bringt uns erhöhte Zufriedenheit. Das senkt das Aufstandsrisiko. Oh, die Kriege senken. Oh. Ich könnte natürlich auch die Zufriedenheit erkaufen. Das ist allerdings sehr, sehr teuer. 600 Gold, das erhöht das. Also ich müsste schon 6700er Geschenke verteilen. Würde mich Brandenburg unterstützen? Nein, die sind im Krieg mit Polen. Die werden mich ganz bestimmt nicht unterstützen. Die Schweiz ist eigentlich neutraler. Die wollen ja nichts mit mir anfangen. Die wollen ja unbedingt die Vermählung. Und die möchte ich natürlich nicht. Gut, das heißt, uns bleibt jetzt gerade nichts weiter übrig, als ein bisschen abzuwarten. Handelsabkommen mit den Seldschuken. Das soll mir recht sein. Ich nehme jetzt am Anfang immer erstmal alles an. Übrigens, umso höher unsere Machtposition ist, umso besser ist auch unsere generelle wirtschaftliche Situation. Also wir könnten das Ganze zu einer Taverne upgraden. Das verringert die Nahrung, das ist auch geändert. Das war früher anders. Bringt uns allerdings plus 2 Arbeiter und plus 1 Arbeiter in allen Dörfern. Und früher hat das auch die Zufriedenheit erhöht. Also die haben es wirklich mit dem Patch komplett umgeändert, das ist total unfair. Ach so, man kann das... Ah, das ist cool. Wir haben hier jetzt 2 Dörfer, ne? Österreich. Ich finde das lustig, dass sie mich jetzt hier gerade alle so penetrant ficken. Ich finde das nicht nett. Vor allem Österreich ist ziemlich stark sogar. Vermählung, Vermählung am Arsch. Also die haben den Schwierigkeitsgrad in dem Mod auch ziemlich deutlich erhöht. Müssen jetzt erstmal abwarten. Wir können jetzt hier natürlich erstmal Bauern rekrutieren. Das ist jetzt erstmal das Erste, was wir machen. Jetzt erstmal überall, wo ich kann, Bauern reinstellen. Vor allem jetzt hier in diesen Städten, die gefährdet sind. Ich habe hier nirgends Nahrung. Wie dumm ist das denn? Bauernhof in Hessen? Bringt mir allerdings keine Nahrung ein. Warum nicht? Warum? Was genau? Ach, minus 1 Nahrung wegen der Stadtwache. Ah. Nee, das wollte ich nicht bauen. Geh weg. Ich brauche Nahrung.
Dann bauen wir hier mal Kräutergärten. Die kann ich dann bestimmt später noch upgraden. Vor allem, die erhöhen dann auch nochmal die Zufriedenheit. Nassau ist nach wie vor eine Safe-Provinz. Das ist auch nach wie vor noch eine Safe-Provinz. Wir haben hier 1, 2 Bauernhöfe. Sachsen, Sachsen. Okay. Wir können natürlich auch erstmal die Straßen upgraden. Nahrung in allen Dörfern. Weiß nicht, zählt da auch das Fischerdorf dazu? Ich meine, es ist ja ein Fischerdorf. Rein theoretisch. Na, das bringt uns eigentlich gar nichts. Oder er sagt hier steht plus eine Nahrung in allen Dörfern. But, das sind doch Farmen. Die in den Bauernhöfen. Hier plus eine Nahrung in allen Bauernhöfen. Hier sagt er plus ein künstlicher See, der mit und in für die Fischzucht verwendet. Okay, das heißt, es sind dann Dörfer. Ich habe ja nur ein Dorf. Das ist blöd. Okay, dann machen wir den Fischmarkt das erste Mal. Ja, genau. Erklärt euch mal alle schön den Krieg. Erstmal überall Bauern rekrutieren. Die sind natürlich kosten die auch was. Ja, gar keine Frage. Okay. Aber Hauptsache, wir sind hier erstmal soweit. Hauptsache, wir sind erstmal soweit. In ein paar Städten safe. Guten Tag. Ihr werdet doch wissen, dass uns ohnehin der Sinne. Ja, okay. Anbieten, Handelsabkommen. Okay, 2600. Warte mal. Was wäre, wenn ich denen jetzt 650 gebe? Okay, jetzt wollen sie mich... Jetzt wollen sie wieder die Hochzeit. Verdammt. Ich hätte, glaube ich, doch das mit den... Okay, nee, doch. Ich bin sogar billiger weggekommen. Okay, so. Nicht dein Respekt. Jawohl. Okay. Nein, ich werde euch ganz bestimmt nicht diese Provinz überlassen. Dankeschön für das Gespräch. So, jetzt haben wir hier immer ein plus ein Nahrung. Das heißt, wir sollten in Zukunft hier auch irgendwann mal... Was bringt uns das Ganze jetzt abzugraden? Plus 1 Zufriedenheit. Das heißt, es bringt mir 1 Nahrung. Und wenn ich das upgrade, bringt mir das... nochmal plus 1 Zufriedenheit und plus 2 Verteidigungsbonus. Was ja an sich nicht schlecht ist. Aber auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Okay, plus 2 Nahrung in der Stadt. Das ist generell nicht schlecht. Vor allem, da wir hier eigentlich Nahrungsprobleme haben. Ich bin gerade nicht allzu sicher, was ich jetzt hier bauen soll. Ich glaube, wir bauen mal die Windmühle. Ich möchte halt eigentlich unterscheiden zwischen militärischen Regionen. Vor allem das hier in Hessen ist jetzt natürlich auch blöd, weil da Österreich ist und die wollen mir natürlich an die Wäsche. Das heißt, wir müssen hier eigentlich einen Übungsplatz bauen. Ist ein bisschen blöd hier der Anfang gerade, muss ich gestehen. Also es läuft nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Plus 1 Gold, plus 1 Arbeiter in der Stadt, Nahrung und Zufriedenheit. Gib mir. Okay. So, Handelsabkommen angeboten mit dem Vatikan, das ist gut. Generell mit dem Vatikan befreundet zu sein, ist immer gut. Ist nicht schwer, weil der Vatikan, ich könnte den einfach jetzt hier nicht angriffspacken. Die würden jetzt auch direkt ein Bündnis annehmen. Werde ich aber nicht machen, weil das Problem mit dem Bündnis ist, die werden mich in jeden Bündnis reinrufen. Also wenn die im Krieg sind, werden die mich mit reinrufen. Und wenn ich im Krieg bin und Danny ihre Hilfe braucht, werden die ablehnen, egal wie unser Verhältnis ist. Deswegen kann man sich das Bündnis mit dem Vatikan eigentlich komplett sparen. So, Elsass, okay. Wir haben hier nach wie vor keinerlei Nahrungseinkommen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier einmal das Ding hoch, dass wir jetzt hier irgendwann mal Nahrung bekommen. Wie viel haben wir jetzt hier eigentlich? Plus ein Arbeiter, plus die Provinz ist ja komplett am Arsch, ey. Leck mich fett. Man könnte übrigens die Gebäude auch rushen, weil man genug Gold hätte, was wir ja nicht haben. Solange wir das nicht haben. So. Okay. Plus 1 Zufriedenheit. Mein Bäckerei ist generell ein Must-Have eigentlich. Was ist denn das? Küfer. Plus 100 zusätzlich Nahrung und plus 1 Arbeiter in der Stadt. Okay. Plus 1 Gold in der Stadt. Okay. Ich würde sagen, wir bauen erstmal die Schenke. Salzburg. Ich meine, die könnten hier einfach reinmarschieren, ne? Ich könnte hier nicht mal was gegen machen.
Vor allem, ich weiß nicht, was die für Einheiten haben hier. Weil ich nicht, dass die modtechnisch irgendwie hier sofort die Super-Einheiten hochziehen. Ich meine, solange die nur mit Bauern ankommen, kann mir das echt ziemlich wurscht sein. Aber sobald die mal anfangen, hier mit echten Einheiten anzumarschieren, habe ich ein Problem. So. Bayern ist eigentlich relativ uninteressant gerade generell. Was bringt mir das Ding abgegradet? Plus ein Nahrung in der Stadt, plus ein Arbeiter in allen Dörfern, plus ein Nahrung in allen Bauernhöfen. Die große Windmühle ist richtig sick. Wenn man nebenbei bemerkt. Hanfeld würde uns natürlich ermöglichen, dann Leinen zu bauen. Und die würden uns dann natürlich nochmal einen Handelsbonus geben. Wo baue ich das? Was ist das hier gerade? Wo bin ich hier? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nassau. Gut, Nassau ist jetzt nicht unbedingt First Priority Target für irgendein Land. Das heißt, wir könnten hier eigentlich weiter auf Wirtschaft gehen. Würde uns Honig bringen. Das würde uns dörfertechnisch, hat man hier zwei, ne? Ja. Wir haben jetzt aktuell 5 Arbeiter. Okay, das ist. Priorat ist nice. Bücher sind immer wichtig eigentlich. Habe ich gerade vor allem plus ein Bücher in den Klöstern. Wir haben hier 2 Klöster. Ja, wir haben hier 2 Klöster. Dann bauen wir erstmal das. Weil Bücher, mit den Büchern können wir später unsere Dudes ausbilden, dass die besser werden. Oh Gott. Das ist nicht nett. Boah. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, jetzt muss ich mit Gewalt einen General hier hinstellen. Und was noch dazu kommt. Wie viele Truppen sind das? Das sind ja nicht viele. Die sollten wir eigentlich ziemlich schnell wegkriegen. Das Problem ist, dass ich natürlich geringeres Einkommen. Ich könnte es jetzt auch selber schlagen, interessiert mich aber gerade nicht. Es sollte ein easy win werden. Das Problem ist, er könnte jetzt ein Spion sein. Er könnte ein Spion sein. Und wenn er. Und Spione können versuchen zu rebellieren. Wenn ich jetzt mehrere Armeen hätte. Einmal mal rüber. Wenn ich jetzt mehrere Armeen hätte. Oh, wie sagen wir, ich habe 6 Armeen, also alles voll, und einer davon ist ein Spion und der rebelliert, dann ist die Gefahr ziemlich hoch, wenn die Rebellion funktioniert, dass alle 6 Armeen zu eben solchen Rebellen werden, halt nur meistens stärker, Venedig, nur meistens stärker als diese normalen Rebellenarmeen. Das war jetzt einfach nur Rebellen, weil wir hier hohe Unzufriedenheit haben, Aufstandsgefahr, sind halt unzufrieden, dann mucken die. Diese Rebellenarmeen, die übernehmen halt 1:1 die Armeen, die ich habe. Wenn ich halt diese Armee mit sehr, sehr starken Truppen habe und einem General, der sehr erfahren ist, dann habe ich nun mal leider ein Problem. So, wir haben hier auch 2 Klöster, glaube ich, ne? Genau, das heißt, wir bauen ja auch nochmal so ein Priorat hin. Das ist halt ziemlich teuer und dauert ziemlich lange. Aber die Bücher sind eigentlich ein nettes Feature. So, Hessen. War das Ding hier mit den Dingen, ne? Was bringt mir das eigentlich abzugraden? Kaserne. Um Soldaten unterzubringen. Ey, bin ich jetzt blöd? Ermöglicht erweiterte Einheiten. Gab's früher auch nicht. Also es ist vieles Neues dabei. Muss ich gestehen. Wir bauen jetzt erstmal ein Werkzeug machen, damit wir später die Militärgebäude besser, schneller bauen können. Aber mich wundert nur, dass mich bis jetzt hier keiner angegriffen hat. Vielleicht könnte man sogar einen Friedensvertrag machen. Nein. Die immer mit euren hier heiraten, ne? Nein, ich werde euch nicht heiraten. Geht euch mal weg, Hänge. Wunderbar, da hält man mit denen schon mal Frieden. Das macht schon mal einfach. Mir ist jetzt gerade nämlich nicht nach Krieg. Wir haben jetzt eigentlich gerade überhaupt keine Zeit für Krieg. Erstmal hier unsere Wirtschaft aufbauen. Immerhin habe ich jetzt schon mal soweit meine Bauern überall drinne. Das gibt zumindest ein bisschen Sicherheit. Nicht viel, aber ein bisschen. Weil jetzt haben wir dann 6 Einheiten, haben dann jeweils unsere Stadtwache. Das sind auch nochmal 2 oder 3. Und 2 oder 3 Einheiten der stärksten Sorte im Spiel. Und wir könnten notfalls natürlich jederzeit noch einen Marshall reinstellen und einen von der. Nebenbei, zum Beispiel jetzt hier, wenn die Bayern belagen, könnte ich mal schnell einen aus Nassau dazuziehen. Da gewinnt man dann meistens die Schlachten. Aber. Ich würde nicht behaupten, dass es mir jetzt gerade um so etwas geht. Königreich ist erfreut.
Finde ich schön. Können wir dann hier gleich ein Handelsabkommen schließen? Jawohl. Und nicht der Angriffspakt? Wunderbar. So, was? Lombardei, ne? Kastilien wurde exkommuniziert. Warum? Ah, okay. Krieg mit Frankreich und Provenz. Das ist natürlich blöd. Ja, wegen seinen Sünden ist das Königreich von Kastilien vom Papst exkommuniziert worden. König Peter verwaltet den Blabla sehr gut. Wir haben den Eindruck, dass das Königreich von Kastilien von der ganzen Welt gehasst wird. Ich habe das Gefühl, ich werde von der ganzen Welt gerade gehasst. Gut, jeder wie er mag. Okay, bauen wir eine Jagdhütte. Okay, Hessen. Was habe ich hier gerade gebaut? Den Übungsplatz. Er braucht hier für alles die Rüstkammer. Dann bauen wir hier die Rüstkammer doch mal. Und das hier, wollte ich hier nicht irgendwas machen? Was passiert, wenn ich das upgrade? Plus 1 Frommheit. Braucht kein Schwein. Was brauche ich Frommheit, ey? Das kann ich natürlich aufrüsten zu Storehouse. Das ist auch neu. Das bringt dann nochmal plus 100 Nahrungskapazität. Brauche ich aber gerade nicht. Das bringt mir nochmal plus 2 Arbeiter, plus 1 Arbeiter in den Dörfern. Okay. Ach komm, wir rüsten mal die Straßen auf. Gold ist immer gut. Was baue ich hier gerade? Die Kräutergärten. Oh. Ey, wieder Bayern, euer Ernst? Boah, das kostet mich jedes Mal 1000, ne? Echt gerade am überlegen, ob ich dann einfach... Ob ich ihn einfach da lasse. Mein letzter ist, er levelt auch auf. Ja. Die werden damit ja immer besser mit der Zeit, die Generäle. Oh Gott, wir haben einen Flussübergang. Wir greifen über den Flussübergang an. Das kann auch mal schief gehen. Athen. Ja, ich nehme es jetzt erstmal alles an. Okay, wisst ihr was? Ich behalte ihn jetzt. Wobei, er ist so teuer. Wie viel kostet er? 15? Kostet mich 15. Boah. Ich weiß echt nicht. Muss uns Elsass runter. Ja, weißt du was? Wir gehen aber da runter. Weil mit dem bin ich ja noch im Krieg, ne? Ne, mit dem hab ich... Doch, mit dem bin ich noch im Krieg, genau. Dann tun wir die da mal belagern. So, Hessen ist bereits gewachsen. Ist bereits eine schöne Stadt. Bauen wir das hier auch mal aus. Brauche ich mehr Gold. Ich habe plus 41 derzeit. Natürlich auch, weil ich gerade die Gebäude hier schön pushe. Mit Gold. Jetzt brauche ich mal ein Werkzeug machen, damit das mal schneller geht. Sachsen habe ich jetzt weiter das hier gebaut, ne? Die Priorat ebenfalls. Genau wie Bücher habe ich eigentlich derzeit 382. Okay. Was können wir hier bauen? Piratennest plus 5 Gold. Minus 4 Zufriedenheit. Okay. Das ist auch interessant. Gut, Militär brauche ich hier eigentlich nichts. Ich möchte, wie gesagt, nicht überall Militär hochziehen. Bauen wir erstmal einen Werkzeugmacher hin. So, er ist hier, jawohl. Hier haben wir schon die Rüstkammer gebaut. Können einmal die Nahrung auffüllen. 150 von 150. Ich glaube, Vanilla ist eigentlich nur 100. Na, whatever. Auf alle Fälle danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Das war die erste Folge von Knights of Honor. Wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.